Round zu Map Nr. 2. Nachdem sich Planet Key gerade knapp mit 14 zu 16 auf der ersten Map geschlagen geben musste und sie jetzt natürlich auf ihrem eigenen Map-Pick umso mehr motiviert, die Map zu holen und auszugleichen. Traveler hat es mit dem Linksklick versucht, ist nicht aufgegangen. Ja, das Map Nummer 2. Und jetzt sehen wir auch gleich, wer auf der CD-Seite anfängt. Sofern sich die Jungs hier einkriegen. Das ist gar nicht mal so ungefährlich, denn Nothing hat beide vor sich jeweils angestochen schon. Das heißt, ist durchaus holbar. Ach, man unterscheidet das schon am ersten. Planet Key gewinnt die Knife Round und wird sich vermutlich dann auf der CT-Seite einfinden. Und jetzt habe ich für euch auch dieses schöne Overlay oben gemacht. Könnt ihr dann immer nachgucken. 1 zu 0 für Cloud9 nach Maps. Und die Jungs von Planet Key, die müssen jetzt die Map holen, wenn sie noch im Spiel bleiben wollen. Und wir schauen uns an, wie Cloud9 ihre First Round hier spielt. Vier Mann über Weinkeller. Und dann geht's wieder zurück. War das nur dazu da, um Steps anzufaken? Star Wars wird es natürlich gehört haben und seinen Teammates dann mitgeteilt haben. Auch interessant. Cloud9 so schnell wie es geht, leise wieder zurück. Wissen natürlich nicht, was in der Mitte ist, müssen dementsprechend hier ein kleines bisschen mehr schleichen. Und die Smoke Richtung A-Haus, die macht es für die Amerikaner hier nicht einfach. Müssen sich entscheiden, ob sie da durch pushen und ignorieren oder nochmal abwarten. Sieht nach einem Go aus. Trouble. Er legt schon wieder los. Jetzt jeglicher Backup für ihn gefallen. Da geht er down. Und Cloud9 kann den A-Spot ziemlich problemlos einnehmen. Und da ist die erste Runde für die Amerikaner. Schöne First Round. Und das auf jeden Fall was Interessantes, was man noch nicht so oft gesehen hat. Also angerannt mit vier Mann unten bis Weinkeller, ungefähr bis hier. Um sicherzustellen, dass der Kurzspieler das ansagen konnte. Und dann sind sie zurückgeschlichen und haben den A-Spot angegriffen. Hat als Fake jetzt nicht so viel Wirkung gezeigt. Planet Key stand trotzdem zu dritt dort. Aber dann haben sie den Spot schlicht und ergreifend einfach durch Headshots eingenommen. Auch ohne Kill. Und Alex R. mit der Pumpgun. Das ist natürlich ungünstig für ihn, dass er hier seine Möglichkeit für den Nahkampf verpasst hat. Er kann jetzt hier den Bombenleger auf jeden Fall ausschalten. Nachlässig von den Jungs und Cloud9. Damit auf 2 gegen 2 ausgeglichen. Das ist gar nicht so einfach hier auszuspielen, wenn sie wissen, dass ständig Gefahr droht aus dem A-Haus. 20 Sekunden, so langsam sitzt ihnen auch noch der Timer im Nacken. Und jetzt haben sie den Druck von der Seite bekommen.
2 zu 0 für Cloud9, aber die Runde, die stand ordentlich auf der Kippe. Das wäre richtig gefährlich geworden. Ohne Kill. Das war die eine Pistole in den Reihen von Cloud9. Derjenige, der hier so ein bisschen die Möglichkeiten hat. Ist aber schon gespottet worden, also wird es relativ schwierig. Vielleicht gemeinsam mit Star Wars, vielleicht ist eine Möglichkeit. Nein. Cloud9 hat sicher runtergespielt. 3 zu 0 für die Amerikaner. Jetzt geht's in die erste Waffenrunde und wir schauen gespannt, was Planet Key spielt. Sie haben schon die AWP ausgepackt. Alex R. wird die Zoom-Waffe spielen. Aber vermutlich nicht so viel zu tun bekommen. Cloud9 scheint einen schnellen oder zumindest ziemlich eindeutigen Argo anzustreben. Pause-Call von Planet Key. Wer könnte es sein? Oder wo könnte das Problem sein? Star Wars, alle bewegen sich. Auch Alex R. bewegt sich. Drei Frags konnte er machen auf dem Spot. Hat damit seinen Spot gut sicher gehalten. Hiko versucht sein Glück. Wow, was für Bretter. Die Bombe picken. 45 Sekunden ist noch genug Zeit zum Taktieren. Aber Next macht der ganzen Sache ein Ende. 1 zu 3. Die erste Runde für Planet Key. Natürlich nicht, was die Pause bedeutet. Also kann es so schlimm nicht gewesen sein. Nein, schnell über die Mitte unterwegs. Star Wars hat seinen Blick nicht Richtung Switch, aber kann natürlich da rechtzeitig gegenschauen, wenn sein Mate Hilfe brauchen sollte. So, Rückwärtsgang bei Cloud9. Nothing steht oben im Fenster schon drin. Keiner auf dem Schirm, aber Alex R. hat das Ganze schon weggesmoked vorsorglich. Jetzt geht's rauf Richtung B-Spot. Next, der Spieler in Reihen von Planet Key, der eigentlich immer sehr konstant ist. Und jetzt kommt Nothing hier zum Tagen. In seiner Camper-Position, die er sich da erarbeitet hat. 3 gegen 3.
Zeit, um Richtung Bombe zu pushen. Ist definitiv noch da. Struxi und Alex R. Schön gelöst von den beiden. Und damit 2 zu 3. Und Cloud9 muss eigentlich in die Eco. Es sei denn, sie entscheiden sich hier einen Forceball zu spielen. Ich sage es immer unter Vorbehalt, weil man weiß ja nie, was die Teams sich vielleicht überlegt haben. Aber ich denke, das würde wenig Sinn machen, hier zu kaufen. Vermutlich eher eine Eco und dann ein bisschen Equipment. Und so sieht es jetzt hier auch aus. Schöner Shot wieder von Zemphis. Der spielt hier richtig ordentliches Counter-Strike. Und 3 zu 3, aber das hat viel Waffen gekostet bei Planet Key. Müssen sogar schon anfangen, ein bisschen auf Equipment zu verzichten. Struxi hat keine vollen Granaten, da doch jetzt. Also. Haben sie gut gemacht. Alles Wichtige ist dabei. Die Smokes, die Nades und bis auf eine Flash sogar das. Trouble kann sogar nochmal einen Molotov nachkaufen. Und es soll ein direkter Argo werden. Nothing hat definitiv die Backstabber-Position hier auf der Map. In Richtung Spot, Struxi. Eben schon die Runde noch rumgerissen, aber Eco ist sicherer. Und das sollte die vierte Runde für Cloud9 sein. Next hat innerhalb von wenigen Sekunden sein gesamtes Team verloren. Ja, 4 zu 3. Hat ein bisschen sprayen müssen. Aber konnte den Track setzen. Hat natürlich viel AP gekostet, sodass Alex R hier leichtes Spiel hatte. Schauen wir mal, was Struxi hier ausrichten kann. Denn er ist schon hinten um die T-Base rumgeschlichen. Ich denke, er wird zu spät kommen, um das Geschehen eingreifen zu können. Auf Mirage wirken die Amerikaner irgendwie deutlich sicherer, was das Ausspielen von Überzahlsituationen angeht. Und trotz des geringen Geldes kauft Planet Key nochmal. Konnten sich also hier nicht gedulden und nochmal eine Eco spielen. Trouble 2 gegen 3 Situation. Nothing war da ein bisschen verwirrt. Sein Mate angeschossen, das war ungünstig. 2 gegen 2. Und Trouble tritt nicht ohne Frag ab.
Nix hat viel Schaden auf sich genommen, um hier schnell die Position zu bekommen. Aber Nothing hat ihn offensichtlich gesehen oder gehört, ich bin nicht ganz sicher. Nochmal Richtung B rüber. Der lange Verschiebeweg, den Nexi gewählt hat, der wird natürlich dazu führen, dass er recht wenig Zeit hat, um zur Bombe vorzukommen. Wir hören sie schon piepen. Kann nicht alle Positionen checken und das sollte ein leichtes für Nothing sein, ihn auszuschalten. 6 zu 3. Und die Map ist doch etwas CT-lastig, das wissen wir schon. Und dann müssen wir uns natürlich damit abfinden, dass Planet Key so nach und nach immer mehr in den Nachteil rutscht. Also eins ist, denke ich, klar. Die Amerikaner haben sich deutlich gesteigert. Gegenüber dem, was sie auf der letzten Map gezeigt haben. Und auch hier die Runde wieder ziemlich deutlich. Natürlich nur ein Echo von Planet Key, aber bisher habe ich nichts gesehen, was auch nur einer Chance für die deutschen Spieler gleich kam. Next. Sprung. Da war mehr drin. Strong ist mit einem HP überlebt. Zu 3 für Cloud9. Und jetzt muss schauen, dass. Jetzt muss Planet Key muss definitiv jetzt schauen, dass sie hier noch ins Spiel finden. Ansonsten könnte es das schon gewesen sein. Wenn man allzu viele T-Runden zulässt auf Mirage, dann ist es sehr schwierig, sich davon zu erholen. Und jetzt fehlt so ein bisschen dieser ausschlaggebende Faktor Trouble, den wir gerade auf das 2 gesehen haben. Und dann sind die Kräfteverhältnisse hier doch schon deutlich mehr in Richtung Cloud9. Trotzdem, Trouble macht seine Sache hier richtig ordentlich. War alles nur Fake, um für Cloud9 auf den B-Spot zu kommen. Wenn Hiko da die Bombe droppt, dann ist es das für die Runde vermutlich gewesen. Shroud, 1 gegen 3 Situation. Äußerst unglücklich. Oder äußerst schwierig, was er da vor sich hat. Habe ich in einer der letzten Casts schon mal angesprochen, ein bisschen ausführlicher. Warum ich kein Freund von 3-2-Splits bin auf Mirage. 7 zu 4. Schön gemacht von Trouble. Hat den Argo gut aufgehalten. Macht also durch beide Maps schon ein ordentliches Spiel. Natürlich eben auf das 2 ein bisschen mehr noch. Ist ja mehr zum Einsatz gekommen und zum Vorschein. Granate hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gedacht hätte. Es gibt einen schnellen Push Richtung A-Sport. Es soll gesplittet werden und Alex R mit der Smoke natürlich optimal, aber da wird er noch geflasht.
Und wer steht da noch unter uns? Das ist Struxi und mit dem hat keiner gerechnet. 2-gegen-2 Situation. Beide Spieler von Cloud9 schon low. Jeder Schuss, der trifft, ist tödlich. Und das ist natürlich für Cloud9 hier ganz, ganz schwer zu holen. Samphis alleine gegen 2. Jetzt ist er auch noch angesagt, sodass die Planet Key Spieler sich in Ruhe neue, gute Positionen suchen können dagegen. 7-5. Wie gesagt, es ist unglaublich wichtig für die Jungs von Planet Key, dass sie jetzt langsam ins Spiel kommen und die Runden holen. Auf Mirage sind Ergebnisse wie 9-6 oder 10-5 durchaus nicht ungewöhnlich als CT. Den Frag setzen gegen Alexander. Damit reißt er natürlich ein riesiges Loch in die Deckung von Planet Key. Trouble nach einem Frag schon ausgeschaltet worden. Cloud9 spielt jetzt deutlich solider die Situation aus. Stavros alleine gegen 3, aber er hat die Bombe halbwegs im Blick. Schöner Headshot gegen Sempester. Und dann wird er ausgeschaltet. 8-5 für Cloud9. Das verheißt nichts Gutes für die Jungs aus Deutschland. Planet Key dann doch nochmal in die Eco. Es führt keinen Weg dran vorbei. Und Hiko hat ihn schon im Blick. Jawohl, kein Problem. Dann B-Haus, da kommt Star Wars offensiv. Bin gespannt, ob jemand ausreichend schaut. Jawohl, der guckt Shroud ihn schon an. Samus kann natürlich ansagen, dass die Bewegung da Richtung A-Spot geht. Und wie viel ihnen das helfen wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Terrorist win. 9-5. Eine Runde noch zu spielen in der ersten Halbzeit und Planet Key muss schauen, dass sie die zumindest jetzt holen. Aber so oder so wird es ganz, ganz schwer für die Deutschen, 10 Runden auf der Terrorseite zu holen, ist eine absolut schwere Aufgabe. Sie nach einem Frag abgetreten, das ist auch nicht genug, um den Spot da zu halten. Next. Und da kommt Star Wars von hinten
Und das sollte auf jeden Fall das Todesurteil für den Push von Cloud9 sein. Nothing kommt auch seinerseits über die Action Zone, aber das sollte nicht mehr viel Auswirkungen haben. 35 Sekunden auf der Uhr. Und sicher gehängt von Nix. 6 zu 9, ja, was soll man dazu sagen? Planet Key einfach etwas unterlegen, das muss man ganz deutlich so auch einfach mal anerkennen. Cloud9 hat sich gesteigert von der letzten Map, das muss ich auch sagen. Und es fehlt halt dieser extreme Troubley-Faktor, den wir auf das 2 gesehen haben. Und der macht hier momentan ein bisschen den Unterschied. Jetzt schauen wir, was die zweite Halbzeit sagt. Und wenn Cloud9 sieben Runden holt, dann haben sie das Match gewonnen, haben Planet Key aus dem Turnier gekickt und müssen gleich im Lower Bracket. Moment, was sind wir denn schon im Consolation Finale? Gegen die Jungs von Epsilon ran, die warten da schon. Consolation Finale, wie gesagt. Und dann geht's gegen die Franzosen in den Versuch, sich den zweiten Slot zu holen. Aber erstmal geht's für die Amerikaner, Planet Key hier vom Server zu schicken. Und die Chancen, dass das passiert, stehen recht gut. Alex, ja. Schon gestern der Einzige, der noch bereitsteht. Das soll einen Push Richtung CT-Base geben. Das haben sie schön umgesetzt. Nico hatte seine Hoffnungen noch auf diese Granate gesetzt, aber die konnte nicht mehr loswerden. Und das sollte die Runde für Planet Key sein. 7 zu 9. Schauen wir mal, ob Planet Key diesmal die Echos ordentlich über die Bühne bekommt. Die Anti-Echos. Natürlich erstmal Force Buy bei Cloud9. Übliche Prozedur. Schön aufgepasst von Alex. Er hat die T-Base nicht unbeobachtet gelassen. Schon erst hat es definitiv gespottet, was da gleich auf ihn zukommt. Schöner Headshot. Die Scout im Sprung natürlich machbar. Samphis. Ein Frag ist zu wenig, um die Runde zu holen, aber trotzdem gilt es natürlich hier möglichst viel Schaden zu machen an den Jungs von Planet Key. Letzter verbleibende Nothing. Ist er schon auf den Spot drauf? Ein Frag noch. 3 Kills für Cloud9, das ist auf jeden Fall eine ordentlich erfolgreiche Force-By-Runde. Und jetzt kommt die erstaunlicherweise gefährlichere Runde für Planet Key. Die verflixte dritte Runde, bloß nicht die Konzentration jetzt fallen lassen. Vega hat definitiv funktioniert. Oh, schöner Grafikglitch hier. Den sehe ich auch in letzter Zeit öfter. Dass die Sticker irgendwo in der Luft schweben. Wir müssen uns den ganzen Mist mal hier nicht angucken.
9 schon öfter spielen sehen. Ich kann noch einen Frag setzen. Da werden sie auf jeden Fall den einen oder anderen Spieler noch verlieren. Beide sogar. Struxi und Nex. Das hat viel, viel Geld gekostet. Aber Planet Key wollte scheinbar unbedingt sicher gehen, dass die Runde auch safe ist. Irgendwo ein bisschen verständlich nach den Erfahrungen in der ersten Map. Hat dort beide dritten Runden jeweils abgegeben, obwohl die First Round ihre war. Soll es einen schnellen Bego geben, ob das nicht gefährlich ist. Nothing kann schon reinhalten von der Seite. Jetzt übernimmt Hiko die ganze Geschichte. Und gemeinsam machen sie den Baseboard dicht. Diese schnellen Begos, auch auf das 2 von Planet Key, scheinbar gerne gespielt. Und gegen ein Team, was halbwegs vernünftig den Rushblock spielt, geht das meistens in die Hose. Da sollte man abwägen, ob das Unerwartete in einem gesunden Verhältnis steht zu dem Nachteil, den man sich begibt. Und ich denke, das ist hier bei den B-Gos definitiv nicht der Fall. Sean Gers hat sich schon gespottet. Sollte aufpassen, dass er nicht zu sehr sich auf das ganze Duell einlässt. Headshot und Struxi. Immerhin einer. Ja, Nothing hat sich offensichtlich jetzt auch schon ordentlich warm geschossen. Sieht man immer weniger verschießen. Servos versucht sein Glück. Wieder mit der angesprochenen Tech 9. Und 11 zu 9 für die Jungs von Cloud9. Planet Key muss schauen, ob sie sich jetzt hier zutrauen zu kaufen. 3-9 so im Durchschnitt. Lässt nicht viel Raum für Equipment abseits von der AK. Die meisten Teams würden in so einer Situation dann eine Galil oder zwei sogar spielen, um ein bisschen Granaten zu haben. Und das hat Star Wars auch gemacht, hat sich ein bisschen geopfert für sein Team. Trouble. Und jetzt hier 2-3 Split. Und Nothing macht seine Sache richtig gut auf dem Baseboard. Ja, die Runde relativ stark gegen die Wand gelaufen. Hier nochmal in die Eco. Also, das sieht nicht allzu gut aus. Wenn Cloud9 die Runde jetzt holt, dann sind wir schon bei der entscheidenden Waffenrunde. Shroud. Und Struxi hat seinen Mate über den Haufen geschossen.
Das in so einer Runde natürlich unglaublich ärgerlich. Das wäre tatsächlich die Möglichkeit gewesen. Jetzt müssen sie 2 gegen 2 ran. Sekunden auf der Uhr, jetzt müssen sie mal langsam Go machen. Hiko hat's gespottet und den Headshot gesetzt. 15 Sekunden. Star Wars kommt da vermutlich schon zu spät. Nummer 1 kann er setzen. Zum Baumelegen reicht es auch nochmal, aber Stroud ist schon so dicht dran, dass er wahrscheinlich direkt ausschaltet. 13 zu 9, doch eine sehr erfolgreiche Runde für Planet Key, das muss man sagen. Wenn sie das Ganze aus der Waffenrunde jetzt genauso spielen können, dann gibt sie auf jeden Fall nochmal Chancen. Und die Jungs von Planet Key legen. Wir setzen alles nochmal auf eine Karte. Es soll ein A-Go werden. Und im Gegensatz zu B, denke ich, kann man den auch effektiv anspielen. Shroud steht sehr offensiv dort. Gegen Flashes fliegen. Die kommen in den Rücken von Nex und der nutzt das hervorragend aus. Kann er mit den Entry-Frag setzen und Frag Nummer 2 geht auch an Nex. Schön gemacht. Also, wenn jemand die Jungs von Planet Key hier noch im Spiel hält, dann ist es Nex. Jetzt aber im Duell gegen Hiko draufgegangen. Ja, den konnte zwar den Headshot setzen, aber der Kill, der wollte nicht so richtig fallen. Und hat nicht mehr genug Zeit, um jetzt die Bombe noch zu defusen. 10 zu 13, das war doch mal eine ordentliche Runde. Das war eine schöne Runde von Planet Key. Allem voran natürlich Nex, der für die beiden wichtigen Tracks verantwortlich ist. Was eben schon mal funktioniert hat, das soll jetzt die nächste Runde auch noch kriegen. Schöner Go. Rennt den Spot in zwei Hälften und sie pushen durch Richtung Jungle. Nex wieder mit einem wichtigen Frag, der macht die Runde hier dicht. Shroud, das war eine richtig schöne Runde. Warum sehen wir solche Sachen erst jetzt? Das ist vielleicht der Grund, warum Planet Key sich diese Map ausgesucht hat. Sind gut vorbereitet, wie es aussieht. Zumindest auf die T-Seite. Und vielleicht haben wir sie zu früh abgeschrieben. Vielleicht haben wir zu früh darüber nachgedacht. Ah, CT-Map und. Aber Planet Key scheint sich was ordentlich vorbereitet zu haben für diese zweite Map, D Mirage. T-Seite scheint ihnen mehr zu liegen. Mittlerweile auch zu bekannt, als dass man sie noch
mit Überraschungseffekt spielen könnte. Nico. Da wurde ihm der Frag fast geklaut von Troubley. Kann natürlich mal passieren, das ist nicht unbedingt ihm vorzuwerfen. Und auch diese Runde wird solide an die Jungs von Planet Key gehen. Win 13 zu 12. Und für Cloud9 fängt jetzt eine ziemlich wichtige Runde an. Wenn sie die verlieren, dann heißt es nächste Runde wahrscheinlich nochmal sparen. Erst mit dem First Strike, kann sich zurückziehen. Und das ist auf jeden Fall wieder ein Fake, um auf den B-Spot zu kommen, wenn wir das hier richtig interpretieren. Genau in dem Moment, wo ich sage, dreht Planet Key wieder um. Der Argo hat nicht genug Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt ist Star Wars mit Faken beschäftigt. Und das scheint gut zu funktionieren, denn Cloud9 hat sich da schon darauf eingestellt, dass es doch Richtung B geht. Und damit nur zwei Spieler verbleiben, die den A-Spot decken. Und wieder ist es Nex, der die entscheidenden Entry-Frags setzt. Nothing. Und Alex R gegen 2. Das ist ganz, ganz schwierig. Und das ist die 14. Runde für Cloud9. 14 zu 12. Zum Glück für Planet Key haben sie sich genug Geldpolster erarbeitet, um jetzt problemlos nochmal kaufen zu können. Ich denke, Alex R wird eine Waffe gedroppt bekommen. Und Nex und Troubley sind die beiden, die im Scoreboard oben stehen. Auf der anderen Seite Nothing, der hier immer mehr aufdreht und seine Frags solide macht. Planet Key scheint sich darauf zu besinnen, was funktioniert hat. Nämlich der Argor. Ich bin gespannt, ob sie ihn wieder so spielen, dass sie den Spot in zwei Hälften trennen. So haben sie das eben gemacht. Oder ob man klassisch den Spot vom Rest der Map trennt. Das sind die beiden Standardgeschichten, die mittlerweile sich eingebürgert haben. Und das ist wieder der Push Richtung Jungle. Kann nach einem Frag gekillt werden. Wichtiger, wichtiger Frag von Nex. Bombe gelegt. Und Sampus steht da noch, wartet auf, dass die Smokes weggehen, dass er eingreifen kann ins Geschehen. Und das wäre wichtig gewesen, dass Trouble ihn ausgeschaltet hätte. So, Alex R alleine gegen 3. Aber die letzten beiden Spieler sind beide low. Wenn er damit mitbekommt, dass rechts Sampus kommt, aber tut er nicht. 15 zu 12. Cloud9 hier an der Schwelle das Match zu gewinnen und damit ins Constellation-Finale einzuziehen. Dort wartet, wie gesagt, Epsilon schon auf ihren Gegner. Und Planet Key kauft, was das Portemonnaie noch hergibt. Für einmal Full Equip reicht es noch.
jetzt standardmäßiger Mitteaufbau bei Planet Key. Wieso auch noch nicht gesehen? Senfis muss den Döner hier definitiv aufgeben. Savros versucht, ins Loch reinzukommen, wenn ich es richtig interpretiert habe, seine Bewegung gerade. Und jetzt geht es dann doch Richtung A-Spot. Und das, denke ich, eine kluge Entscheidung. Hängt natürlich alles davon ab, dass man draufkommt, aber das haben sie bisher ziemlich gut hinbekommen. Gescheitert ist es oftmals danach. Und mit Stavros im Döner können sie diese Map dann definitiv besser ausspielen. Alex, er findet den Gegner nicht richtig. Sean Gers kriegt seine Gelegenheit. Aber Shroud war es, der ihn ausgeschaltet hat. Und es ist so wichtig, dass Stavros diesen Kill macht. Und Shroud, Frag Nummer 2. Jetzt haben sie so viel Zeit verloren, dass der Retake schon in vollem Gange ist. Samphis kann ihn ausschalten und Samphis, Strike Nummer 2, und das ist es. Cloud9 gewinnt 2:0 gegen die Jungs von Planet Key und zieht damit ins Consolation Finale ein gegen Epsilon. Haben die Möglichkeit, sich den zweiten Slot zu erkämpfen. GG, well played.